Das werde ich mir natürlich jetzt auch holen. General, wir haben in der Nacht Seltsames beobachtet. Unser Lager liegt oberhalb von Kitesh und die Stadt bereitet sich auf den Angriff vor. Sie glauben immer noch, dass der Angriff aus den Bergen erfolgen wird und werden unserem Ansturm von der anderen Talseite nicht erwarten. Aber ich muss berichten, dass am Turm im Herzen der Stadt etwas Unheimliches vor sich ging. Wir beobachteten, wie hunderte gepanzerte Soldaten ihn erklommen und anschließend ein Licht den Himmel spaltete. Das Geräusch erschütterte mich zutiefst. Es klang wie eine Armee hungriger Geister. Dann stiegen die Männer wieder hinab. Ich weiß nicht, was die Spitze dieses Turmes bereithält. Wir dachten, es seien Schätze. Aber es ist wohl etwas völlig anderes. Okay, ich hoffe ja nicht, dass wir da zur Spitze von diesem angesprochenen Turm hin müssen. Das klingt nämlich mehr als bedrohlich. Lichter im Dunkeln, Stimmen der Invasion. Etwas ist passiert, direkt von der Invasion. Die Armee des Propheten veränderte sich. Aha, okay. So, dann ist da auch noch ein Dokument. Das hole ich mir auch natürlich sofort. Jetzt weiß ich, warum hier so viele Heilkräuter sind. Wo war das jetzt? Da. Wir haben die Tore verriegelt, um sie am Eindringen zu hindern. Die Reiter kommen und ich muss die Menschen beschützen. Mütter mit Kindern. Alte Männer wie mich. Alle, die nicht kämpfen können. Wir haben ausreichend Nahrung und Wasser, um uns für die Dauer des Angriffs am Leben zu halten. Sollten die Atanatoi fallen und es zu einer Belagerung kommen, werden wir hier sterben. Für diesen Fall habe ich genügend Tollkirsche, um die Kleinsten sicher hinüberzugeleiten. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sicherer Weg, Stimmen der Invasion. Ein alter Mann wollte seinen Nachbarn schützen, als er sich für das Schlimmste wappnete. Ja, sowas nennt man auch Vorbereitung. So, und da soll noch irgendwo ein Relikt sein. Okay. Dann holen wir das natürlich uns auch noch schnell. Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skythische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Okay, geheimnisvolle Figur, die frühen Bewohner. Gott, oh Gott. Okay. So, was fehlt uns jetzt noch? Eine Herausforderung. Aha. Tja, welche Herausforderung das ist, keine Ahnung. So, hier sind wir hier oben. Da könnten wir wieder zurück, aber warum sollten wir das machen? So, wie nah sind wir denn jetzt? Okay, wir sind schon ziemlich nah. Finden Sie einen Weg in die verlorene Stadt Kitesh. Also wenn das hier so funkelt, das sieht schön aus. Oh Gott. Ja, ich sehe es schon vor mir. Was? Putschpartie. Yay! Yay! Natürlich. Einfach. Das war ein Schädel. Die verlorene Stadt. Aha, okay, interessant. Ja, Pilze habe ich ja voll, ne? Ja. So, ich gucke jetzt erstmal kurz. Kann ich hier irgendwie was... Nein, okay. Hier, Explosionspfeile, oder Granatpfeile heißen die hier. Feuerpfeile, wie sieht das damit aus? Okay. So. Gut.
okay, alles klar, alles nachgeladen. Boah. Aber ich bleibe erstmal beim Bogen, glaube ich, erstmal. Es sei denn, es sind hier so viele. Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Das war Sophia. Hallo Statue. Ich hoffe ja nicht, dass du nicht lebendig wirst. Uha. Okay, hier können wir wieder einiges machen. Oh Gottchen. Okay, ja, okay, ein bisschen groß ist das. Aber wie gesagt, das größte Gebiet war, wie gesagt, das Geometalle-Tal. Das geht hier noch. Okay, wir können hier ein Grab wieder machen. Okay, interessant. Also werden wir hier, glaube ich, auch wieder ein paar Parts bleiben. Okay. Ja, ist ja nicht so schlimm, wie gesagt. Also für mich ist es nicht schlimm und ich bin ja eh der Erkundungstyp. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Gelangen Sie durch das erste Tor. Wie das erste Tor? Gibt es auch noch mehrere Tore? Oh mein Gott. Ja, sieht danach aus. Ich vermute mal, hier müssen wir wohl hin. Ach du Scheiße. Oder hier oben. Das kann auch sein. Je nachdem, wo das nächste Hauptziel dann ist. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Der letzte Mann. Einziger Überlebender. Trinitys Abgesandter bei den Mongolen hat den Kampf überlebt. Anscheinend haben sie die Verteidiger hier unterschätzt. Ja, das sollte man nie machen. Okay, da können wir wieder ein bisschen was sammeln. So. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Das ist unser Ziel. Okay, also haben wir hier auch wieder ein Lagerfeuer aktiviert. So, und jetzt gehen wir erstmal rüber. Es sei denn, es gibt hier noch irgendwie was. Aber denke ich mal nicht. Aber Tiere oder so? Ja doch, es gibt hier sogar Tiere. Wildschweine, okay. Oha, ja, endlich gibt es hier mal wieder Bären. Super. Jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf die Bären, weil ich bin ja perfekt ausgestattet jetzt. Weil ich brauche unbedingt Bärenfelle wieder. Gibt es hier oben noch irgendwelche Tiere? Nee, hier nicht mehr. Nur hier im äußeren Bereich, okay. Gut. Das war eine nette Rutschpartie. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Ernsthaft? Das auch noch? Och, nö.
Jetzt verstehe ich das auch hier. Deswegen gibt es hier auch so viele Dächer. Aber bis jetzt höre ich keine. Oh, da ist einer. Scheiße. Hä, wo ist denn der? Andere. Ah, da! Hupala! Also der Dreier-Schuss ist ja echt praktisch. Wow! Hätte ich nicht gedacht. Aber es könnten ja auch Sammelobjekte jetzt in den Häusern sein. Deswegen... muss ich schon so mutig sein jetzt. Okay, das wird jetzt auch ein Weilchen dauern, bis wir das hier alles erkundet haben. Also ein paar Parts werde ich auf jeden Fall benötigen. Ja, ich bleibe erstmal im unteren Bereich. Ah, das war ein Überlebensversteck bestimmt. Jo, war es auch. Brauche ich Pfeile? Ja. So, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig umschauen. Okay, da ist ein Monolith, glaube ich. Okay, es könnten auch natürlich auf den Dächern Sammelobjekte geben. Muss man alles ausprobieren. Edelholz haben wir genug, okay. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug. Als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark. Aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Ja, wenn die einzeln sind, die Unsterblichen, dann sind die nicht so eine große Gefahr. Aber die können, wie gesagt, ganz schön was aushalten. Ich hab's gemerkt. Verzweifelter Kampf. Einziger Überlebender. Er konnte einen der Unsterblichen töten, aber es hätte ihn fast umgebracht. Jupp. Okay. Mongolisch auf Stufe... 2. Ach du Scheiße, das sind 2. Nee, das sind mehr. Scheiße. Ah!
Das war gut. Also der Granatwerfer ist echt praktisch gegen die... Hätte ich nicht gedacht. Puh. Also hier muss man echt aufpassen. Also das Gebiet ist auf jeden Fall kein langweiliges Gebiet. Ah ja, genau. Hier wollte ich auch erstmal hin. Ich arbeite mich von unten nach oben bei dem großen Gebiet hier. Ah, das Erz, das brauche ich auf jeden Fall für die Granaten. Ist hier sonst irgendwie was? Irgendwie was auf den Dächern? Also hier auf jeden Fall nicht. Wie komme ich denn hier zu diesem Knubbel? Ich vermute mal über das Dach irgendwie. Nee, so leider nicht. So auch leider nicht. Scheiße. Nein, da hilft mir sogar mein Drahtseil leider nicht. Okay, ich kann hier irgendwie klettern. Bringt mir das irgendwie was? Irgendwie komme ich jetzt nicht mehr weiter. Nö. Wow, toll. Nur für die Kiste? Okay. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich denn da nur nach oben hin? Gibt es hier irgendwas im Haus noch? Nö. Wie komme ich da nach oben? Ist ja doch ein schönes Stück. Aha, da gibt es eine Seilverbindung. Okay. Ich folge mal dem Seil. Moment mal, Nee, das ist das Falsche. Scheiße. Okay, dann komme ich glaube ich nur von der anderen Seite durch. Bin ich eigentlich? Ach so, jetzt bin ich da schon. So weit wollte ich eigentlich noch nicht voranschreiten. Nein, 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 nein. Ja, okay, dann schaue ich mich hier erstmal ein bisschen um. Hier gibt es noch ein paar Münzen. Sehr schön. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten.
Ah, da. Okay. Ja, wie? Abschneiden oder wie? Ja. Das ist die Herausforderung. 5 Glocken insgesamt. Okay. Ja, wenn ich die hier per Zufall sehen sollte, dann mache ich das natürlich. Okay, Fehler habe ich voll. Eigentlich wollte ich ja weiter im unteren Bereich erstmal gucken. Ja, exotisches Tier ist hier in der Nähe. Das sind die Wildschweine. Okay, ich habe volle Heilkräuter wieder. Sehr gut. Stoff habe ich auch voll. Wo sind denn die Wildschweine? Schwer zu sagen, die mongolische Grammatik ist kompliziert, aber es liest sich wie Anweisung. Okay, Münzverstecke sind zumindest schon mal aktualisiert, das ist gut. Ja, das kann ich ja mir ja schon mal holen, weil das ja ziemlich in der Nähe ist. Und zwar also direkt hinter mir, ja, geil. Gut, 25 Münzen, geil. Ja, irgendwo ist da das Schwein. Mann, ich will aber da auf diesen Turm. Okay. Wie komme ich da rauf? Irgendwo hochklettern kann ich nicht, ne? Nee. Ich habe eigentlich keinen Plan, wie ich da hinkomme. Naja, ist jetzt auch erstmal nicht so schlimm. Dann schaue ich mich hier erstmal weiter um. Ja. Kann ich dich verbrennen? Beschießen Sie alle Fahnen der Unsterblichen, damit sie verbrennen, okay? 8 insgesamt, ach Gott. Moment mal, da war da auch noch gerade irgendwo eins. Genau, da. Ja, wie gesagt, also ich aktiviere jedes Mal so welche Herausforderungen, aber ob ich die alle absolvieren kann, das hängt davon ab, ob ich die halt jetzt auch so finde auf Anhieb oder halt nicht. Also wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm, denke ich mal, weil ich möchte ja auch storymäßig jetzt ein bisschen voranschreiten, aber wie gesagt, alles was ich einsammeln kann, sammle ich auch natürlich ein. Okay, hier komme ich wieder auf den Dorf. Ne, Federn habe ich voll. Nee, ich wollte hier runter, Lara. Weil da gibt es eine kleine Lootkiste. Ach du Scheiße, das sind wieder Unsterbliche. Hä? Okay. Wo soll es jetzt hier Wildschweine geben? Weil ich soll ja hier in der Nähe sein. Also ich will kein Klugscheißer sein, aber ich sehe momentan hier keine